angesprochen, bin ich vom Museumsverband Brandenburg, von Frau Dr. Köstring. Dieser Museumsverband kümmert sich ja um die gesamte museale Landschaft hier in Brandenburg und dadurch kamen die ersten Kontakte mit der Stadt, damals mit Herrn Harry Müller, dem Bürgermeister, und da wurde ich ganz direkt gefragt, das zu machen. Und das habe ich auch gerne gemacht, weil Luckau einfach viel vorhatte. Die wollten nicht nur ein Heimatmuseum oder ihr neues Museum hier unterbringen, sondern eben tatsächlich eine Kulturkirche als Projekt entstehen lassen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die hat man auch nicht jeden Tag. Und es ist eine Ausstellung, die man sich selbst erschließen möchte oder erschließen soll. Und unsere Aufgabenstellung war, in den Kommunikationsmedien dazu entweder, was die Online-Systeme hier angeht, kleine Hilfestellungen zu geben. Also man kann sich durch einzelne Exponate klicken und die anschauen, um dort mehr zu erfahren. Und andererseits, was den Katalog angeht, dieses Ausstellungsfeeling des Konfrontiertseins mit Objekten, die man nie zuvor gesehen hat, die teilweise auch sehr profaner Natur sind, manchmal auch sehr prachtvoll kunsthandwerklich, sich dem auszusetzen und in einer zweiten Ebene dann überhaupt Informationen zu kriegen, die einem dann die ganze Geschichte erst erklären. Das ist ähnlich im Buch gemacht oder ein direktes Abbild im Katalog von der Ausstellung selbst, also die bildliche Oberfläche und die Informationen, die sprichwörtlich auf kleineren Seiten dann dazwischen liegen. Ja, also Mensch, Natur, Kultur, das ist so das Hauptthema natürlich von Luckau oder von der Region hier. Wir stehen ja hier in diesem Naturkabinett, also in dem Diorama, wo gezeigt wird die vier typischen Landschaften der Lausitz, die Niederlausitz muss man genauer sagen. Und wenn man jetzt zur anderen Seite geht, das ist ja auch ein abgeschirmter Bereich, das soll auch ein ganz eigenständiges Refugium sein, so wie es ja in der Natur auch ist, dann sieht man eigentlich die Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Kulturraum. Formel ist immer für mich, wie interessiere ich den zumindest hier angekommenen Besucher wirklich, was kann ich dem anbieten, dass es sich für den wirklich lohnt, mal Einblicke in etwas zu kriegen, was ihn so vielleicht nicht unbedingt freiwillig interessieren würde. Ne? Wenn man schön am Inhalt bleibt und sich eigentlich immer wieder fragt, in dem Falle war es für uns eben auch die Frage, wie die Ausstellung funktioniert, wie können wir davon möglichst viel in die Kommunikationsmedien umsetzen, das auf eine Bild- und auf eine Textebene zu übertragen, vielleicht zu überprüfen, wie viel an Signalen man selbst mit subtilen Designelementen wie Schrift und wie Layout setzen kann, dann kommt man irgendwann ganz zwangsläufig zu einer Lösung, die erstmal funktioniert. Letztendlich kann man sich hier hinstellen und sagen, das ist okay oder ist nicht okay. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Wir sind ein Büro für visuelle Kommunikation und entwickeln Erscheinungsbilder für Unternehmen, hauptsächlich im mittelständischen Bereich, aber auch für Veranstaltungen, Institutionen, Wissenschaftseinrichtungen oder Initiativen oder ähnliches. 1989 wurde von den Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, die dann auch in der Zeit danach von den meisten Staaten, also fast allen Staaten der Welt, ratifiziert worden sind. Zu diesem 20-jährigen Jubiläum haben wir für UNICEF Schweiz ein Kampagnenkonzept entwickelt für eine Plakatserie. Also es findet eine
hat eine Abschöpfung stattgefunden mit dem, was man da jeden Tag sieht in den Medien, so dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, man müsste vielleicht wieder einen Gang zurückschalten hin zu einer klareren Übermittlung einer Botschaft. Dass man wirklich wieder zum klassischen Grafikdesign geht. Also wenn man sich die Plakate anschaut, sieht man zunächst Kinder in einer Situation, in einer Alltagssituation, beim Spielen, mit den Eltern oder auf dem Schulweg. Und trotzdem stimmt irgendetwas nicht in diesem Motiv. Irgendetwas Kleines, irgendein böser Schatten hängt über dem Ganzen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass dort die Schaukel an einem Galgen hängt oder dass auf dem Esstisch eine Handgranate liegt. Das sind natürlich alle Situationen, die man zunächst nicht mit Kindheit assoziiert. Und das ist auch die Absicht. Also es soll schon schockieren, es soll irritieren und Fragen aufwerfen. Es ist kein Plakat, was man jetzt einfach konsumiert, sondern man soll nachdenklich weitergehen. Anfang des Projektes war eine Kooperationsanfrage seitens des Justizministeriums in Brandenburg an unsere Professorin für Topografie, Bettina Müller. Da ging es um die Idee, die Haftwerkstätten zu präsentieren. Und zwar innerhalb eines Corporate Designs zu präsentieren, also eines Erscheinungsbildes, das in Zukunft eben der Vermarktung dieser Produkte voransteht. Die damals Erstplatzierte, Vivian Schwertfeger, hat den Namen entwickelt, Meisterhaft, was ein toller Glücksfall ist. Und von Herrn Brietzke kam eigentlich die grundsätzliche Idee für den Aufbau des Erscheinungsbildes, was deswegen sich auch in diesem Wettbewerb hat durchsetzen können, also in diesem studentischen Wettbewerb hat durchsetzen können, weil es so ein tolles Wechselspiel gegeben hat aus Ironie, die dem Zeichen innewohnt, also die Ironie eben zwischen Gefängnisgitter und Barcode, also diesem Verweis auf einerseits JVA-Realität und andererseits vielleicht Warenästhetik. Also man hat schon gemerkt, dass dieser dem Erscheinungsbild und den Kommunikationsmedien innewohnende Witz für eine ganz neue Qualität der Identifikation sorgt. Das war wiederum ein schöner Startschuss, das nächste, sehr viel größere Projekt in Angriff zu nehmen, nämlich die Entwicklung einer Webseite, die gleichzeitig auch Shop-Funktionen bietet. Die auch da wieder überzeugende Idee war, einen vergleichbar mit den Erfassungsaufnahmen in Verhaftungssituationen vergleichbaren Fotoduktus zu entwickeln, der sehr, sehr rational, sehr, sehr ungeschönt die Dinge einfach abbildet und sogar teilweise nur schwarz-weiß abbildet. Also auf der ersten Produktebene wird schwarz-weiß gearbeitet, erst wenn man sich die Produkte im Detail anschaut, wo es dann auch wichtig ist zu gucken, wie sich das Ahorn vom Birkenfurnier unterscheidet, da kommt dann Farbe ins Spiel. Dem Ministerium war von vornherein aber auch wichtig, dass eine Art Kommunikationsmission begangen wird, dass klar wird, dass moderner Strafvollzug heute immer auch etwas mit Resozialisierung zu tun hat. Und Herr Brietzke hat dann im Prinzip das komplette Management des Projektes übernommen. Also so gesehen ist da bei ihm als Gestalter, aber auch als Organisator in diesem Projekt sehr, sehr viel an ihm zusammengelaufen.